Die Weltbörsen brechen heute ein. Alle sind in Panik. Das Coronavirus greift um sich. Und was man auch ganz klar sehen muss, es geht mittlerweile nicht mehr um die Lage in China, sondern es geht jetzt um die Lage außerhalb Chinas. In China selbst, was das Coronavirus betrifft, da geht es sogar schon wieder aufwärts. Und das sieht man auch verstärkt an den Börsen. Chinesische Aktien sind in der derzeit schwierigen Marktlage inzwischen sogar wieder Outperformer. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ja, liebe Zuschauer, es ist Montag, der 9. März. Der DAX ist heute mit einem Minus von 8% in Handel gegangen. Sowas ist natürlich keine Korrektur mehr. Sowas ist natürlich blanke Panik. Und es kann gut sein, dass heute ein Tag ist, an den sich jeder, der an der Börse ist, noch relativ lang erinnert. Ich hätte eigentlich ein anderes Thema für heute vorbereitet. Das Video war auch schon fast fertig. Es wäre heute eigentlich gegangen um mögliche große Konjunkturprogramme in China. Konjunkturprogramme, die da jetzt kommen könnten als Antwort auf die Coronavirus-Seuche. Aber wir stehen heute natürlich alle unter dem massiven Eindruck von diesem Kurssturz und darum geht heute auch mein Video um diesen Kurssturz. Wir sind ja hier immer so aktuell wie nur irgendwie möglich und es wird aber trotzdem auch um China gehen, um chinesische Aktien. Ich halte es nämlich durchaus für möglich, dass chinesische Aktien sich von dieser Krise als erste wieder erholen könnten. Und das ist auch nicht nur eine fixe Idee von mir, würde ich sagen, sondern das zeichnet sich auch schon ab am Markt. Außerdem möchte ich nochmal verweisen auf ein früheres Video von mir, das ich gemacht habe mit dem schönen Titel Crash 2020, drei akute Warnsignale. Das ist jetzt gerade mal 3 Wochen her, dass ich das Video gemacht habe. Der DAX und auch der Dow Jones Index, die waren damals noch auf Rekordständen. Aber so schnell kann es gehen. Ich weiß nicht, ob Sie das Video damals gesehen haben. Ich nehme jetzt auch nicht für mich in Anspruch, dass ich da jetzt diesen Kurssturz, den wir jetzt haben, prognostiziert hätte oder sowas. Das war auch nicht die Intention. Die Intention damals, als ich das Video gemacht habe, die war, zu sagen, liebe Leute, es gibt ungute Dinge momentan. Die Börsen einerseits und die Indikatoren andererseits, die gehen massiv auseinander und es ist an der Zeit, sich jetzt mal über das Risikomanagement Gedanken zu machen. Und das war zu dem Zeitpunkt, denke ich, sicherlich nicht die verkehrteste Empfehlung. Es lohnt sich also durchaus, wenn man Zukunftsmärkte schaut. Und Sie können den Zukunftsmärkte-Kanal natürlich auch abonnieren. Und da drückt man dann am besten auch gleich die Glocke, wenn man das tut. Die Glocke, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind, damit Sie da in Zukunft wenigstens solche Beiträge nicht mehr verpassen. Gut. Wie gesagt, die Börsen sind in Panik heute. Es gilt auch für China. China ist ja nach wie vor das Land, das unter dem Coronavirus am meisten leidet und das ja auch bis jetzt zumindest am härtesten getroffen worden ist. Dessen ungeachtet ist es aber so, dass chinesische Aktien inzwischen Outperformer sind, also relativ zu anderen Börsen und zu anderen Aktien. Obwohl wir aus China inzwischen Wirtschaftsdaten haben, die zeigen, dass der wirtschaftliche Schaden, den das Virus angerichtet hat, da, dass der wirklich massiv ist. Wir haben jetzt zum Beispiel mittlerweile die Einkaufsmanager-Indizes vom Februar. Der für die Industrie ist gefallen auf 35,7, also so tief wie noch nie. Das neutrale Niveau wäre bei 50. Und dann der Index für den Dienstleistungssektor, der ist sogar nur noch bei 29,6 gewesen. Also der wirtschaftliche Schaden in China, das können wir sagen, der ist wirklich verheerend gewesen. Was auch kein Wunder ist, weil von 100.000 Menschen weltweit
von denen wir wissen, dass sie am Coronavirus erkrankt sind, leben ja über 80.000 in China. Aber wenn die Wirtschaft so einbricht, dann sollte man eigentlich meinen, dass auch die chinesischen Aktien komplett eingebrochen sein müssten. Also noch viel schlimmer als die Aktien bei uns. Und das ist interessanterweise aber nicht so. Der DAX zum Beispiel. Der DAX liegt seit Jahresbeginn jetzt 19% im Minus, Stand heute Mittag. Obwohl er ja Anfang Januar sogar noch gestiegen ist, da war die Welt ja noch in Ordnung. Aber die Performance seit Jahresbeginn, die ist beim DAX jetzt minus 19%. In USA bei den Indizes ist ganz ähnlich. Und wenn man das vor Augen hat, dann sollte man ja meinen, dass die Indizes mit chinesischen Aktien noch viel stärker gefallen sein müssten. Und genau das ist aber nicht so. Das ist der Hang Seng China Enterprises Index zum Beispiel. Das sind chinesische Schwergewichte, die in Hongkong gehandelt werden. Auch der Hang Seng China Enterprises Index, hier, Sie haben hier den 6-Monats-Chart, auch der liegt seit Jahresbeginn im Minus, aber eben nur 12%, also deutlich weniger als jetzt der DAX oder der Dow Jones Index. Obwohl ja die Unternehmen, die in diesem Index drin sind, in China ja voll exponiert sind und voll betroffen sind auch von der Coronaviren-Epidemie. Und wir sehen außerdem, der Index ist jetzt zwar schon auch technisch angeschlagen, aber er notiert jetzt auch nur leicht unter dem letzten Tief vom Oktober. Damals hat sich der Handelskonflikt noch mal kurz verschärft. Und damit können wir eigentlich sagen, dass er sich so mittelfristig, in mittelfristiger Sicht jetzt in dieser Krise relativ gut schlägt. Das gleiche auch der Hang Seng Index. Der Hang Seng Index, der ist eher Hongkong-lastig. Und auch der Hang Seng Index ist seit Anfang 2020 nur 12% im Minus. Das nur natürlich in Anführungszeichen. Und auch Hongkong ist ja vom Coronavirus stark betroffen und nicht nur davon. Wir haben ja in Hongkong auch immer noch diese schweren Straßenproteste. Und dementsprechend ist Hongkong momentan wirklich in einer konkreten, schweren Wirtschaftskrise. Gut, und jetzt noch der dritte im Bunde, das ist der Shanghai Composite Index. Und der hat sich in den letzten Wochen sogar richtig gut erholt wieder. Der ist also eingebrochen im Januar, als die Krise wirklich ausgebrochen ist. Und seit Anfang Februar steigt er aber schon wieder. Heute ist er dann aber natürlich auch gefallen um ungefähr 3%. Und damit eingeschlossen der heutige Kursrutsch liegt da aber seit Jahresbeginn weniger als 5% im Minus nach wie vor. Und damit ist Shanghai seit Anfang 2020 wirklich tatsächlich eine der besten Börsen der Welt. Das Problem für uns als deutsche Privatanleger ist, dass wir an Shanghai-Aktien ziemlich schlecht rankommen. Aber grundsätzlich, so absurd das ist, trotz Coronavirus ist Shanghai dieses Jahr immer noch eine der Top-Börsen. Das ist schon sehr erstaunlich und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Der erste Grund, der nicht unerheblich ist, die chinesischen Aktien, die kommen eben nicht von irgendwelchen Rekordständen, so wie das bei den meisten westlichen Börsen der Fall ist. Die chinesischen Börsen, die waren schon vorher nicht besonders hoch bewertet, sondern die waren niedrig bewertet, unter anderem wegen dem Handelskonflikt eben. Und diese niedrigeren Bewertungen, das haben sie jetzt nicht immun gemacht natürlich in so einer Krise, wie wir sie jetzt haben, aber es bietet offenbar doch einen gewissen Schutz zumindest. Der zweite Punkt sind mögliche Konjunkturprogramme jetzt in China, die Hoffnung auf große Stimulusprogramme. Nach der Finanzkrise 2008, da hat Peking ein riesiges Konjunkturprogramm aufgelegt. Es hat 600 Milliarden Dollar investiert, zum Beispiel in Infrastruktur. Und damit hat China damals eigentlich die gesamte Weltwirtschaft aus dem Sumpf gezogen, wieder kann man sagen. Und am Markt geht man davon aus, dass irgendwas in diese Richtung jetzt auch wieder kommen muss. Es gibt dafür ja natürlich naheliegende Gründe. Die chinesische Wirtschaft ist momentan ja in einer viel größeren Krise, als sie nach der Finanzkrise war.
Bis jetzt, interessanterweise, bis jetzt ist nicht viel passiert. Es hat kleine Zinssenkungen gegeben, es gibt Notenbankkredite für kleinere Unternehmen, es gibt auch Steuersenkungen. Das ist aber noch nicht der große Wurf. Peking ziert sich dann noch. Aber dessen ungeachtet, die Krise ist natürlich schwer, der Druck auf Peking nimmt auch zu. Ich habe schon erwähnt, diese potenziellen chinesischen Konjunkturprogramme, das wäre heute eigentlich das Videothema gewesen. Und es ist auch ein Thema, das zu interessant ist, um es jetzt gar nicht mehr zu machen. Und darum schieben wir dieses Thema jetzt in den nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind kostenlos, die kriegen Sie gratis von uns. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, Sie müssen sich einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Am besten machen Sie es gleich, damit Sie den Report auch wirklich kriegen. Milliardenkonjunkturprogramme in China. Was kommt da? Was ist wahrscheinlich? Und welche Sektoren könnten davon am meisten profitieren? Der Infrastruktursektor ist sicherlich einer dieser Sektoren, aber es wird diesmal schon ein bisschen anders laufen als 2008, da bin ich mir relativ sicher, weil Peking natürlich inzwischen auch ganz andere Schwerpunkte setzt als damals vor 12 Jahren. Der Anmeldelink für die Zukunftsmärkte-Reports ist hier auch nochmal unter diesem Beitrag. Gut, wie könnte es jetzt weitergehen an den Börsen? Was soll man machen als Anleger? Was wir heute haben an den Börsen, das ist natürlich Panik, das ist gar keine Frage. Und wir können eins auch definitiv sagen, die Verkaufspanik, die wir jetzt haben, die geht nicht mehr von der Entwicklung in China aus, sondern es geht jetzt darum, was richtet der Coronavirus an in der Welt außerhalb Chinas? Also was passiert es in Ländern wie Italien, Südkorea, aber auch natürlich Frankreich, Deutschland, USA und so weiter? Es geht also jetzt um Unsicherheit, um einen potenziellen Schaden, der noch kommen könnte und nicht mehr um den konkreten Schaden, den Schaden, den wir in China schon haben. Dieser Schaden in China, der ist immens, gar keine Frage. Der ist auch für jedermann voll sichtbar. Aber das ist jetzt nicht mehr das Problem, das die Börsen haben. Und es ist im Übrigen auch so, schon seit fast 2 Wochen eigentlich, dass die gemeldeten Neuerkrankungen innerhalb Chinas deutlich niedriger sind als außerhalb Chinas. Was China betrifft, hat man so langsam den Eindruck, dass die Lage jetzt tatsächlich besser wird. Wir haben jetzt noch 40 gemeldete Neuerkrankungen gehabt am Wochenende. Es gibt einige Provinzen, die Alarmeinstufung schon wieder runtersetzen. Die Leute gehen langsam wieder zurück an die Arbeit. Die Fließbänder rollen teilweise schon wieder. Also, naja, wenn wir Glück haben, dann ist in China das ganze Thema vielleicht sogar bald schon durch. Was jetzt den Rest der Welt betrifft, da sieht es nicht so gut aus. Also es kann schon sein, dass wir jetzt die nächsten Tage irgendwelche Meldungen kriegen, die der Markt dann wieder positiv aufnimmt nach dieser Verkaufswelle jetzt. Aber man muss grundsätzlich schon befürchten, dass sich das Virus in unseren Breiten erstmal weiter ausbreitet. Wie soll es auch anders sein? Es ist leider das Wesen ja auch von solchen Epidemien. Und es wird auch immer deutlicher, würde ich sagen, dass dadurch auch in den westlichen Volkswirtschaften eben ein erheblicher Schaden entstehen dürfte. Und die Frage ist nur, wie groß ist dieser Schaden? Ich bin da eigentlich noch relativ optimistisch. Ich vermute mal, dass der Schaden vielleicht kurzfristig schon stark ist, aber dass er für die Weltwirtschaft nicht nachhaltig ist, dass also die Weltwirtschaft jetzt nicht so geschädigt wird, dass sie sich davon jetzt jahrelang nicht mehr erholen würde. Und das ist für die Unternehmen und für die Branchen, die das jetzt voll trifft, vielleicht ein schwacher Trost. Aber ich glaube, dass die Weltwirtschaft an sich darüber insgesamt hinwegkommen wird ganz gut. Und die Wahrscheinlichkeit für dieses eher positive Szenario, das sehe ich bei 80%. Lege ich mich jetzt mal fest.
Aber eine ganz andere Sache ist natürlich, ob auch die Finanzmärkte drüber wegkommen. Finanzmärkte haben natürlich eine Eigendynamik und da sind bestimmte Krisen manchmal auch nur die Auslöser und das Ganze verselbstständigt sich dann aber. Und irgendwann geht es dann auch nicht mehr darum, wie gefährlich jetzt die Lage tatsächlich ist, sondern es geht dann nur noch um die Marktdynamik an sich und wie sich das dann alles gegenseitig alles hochschaukelt. Ich bin auch, was das betrifft, noch halbwegs zuversichtlich. Ich bin halbwegs zuversichtlich, dass wir keinen kompletten Marktzusammenbruch kriegen, sondern dass sich das in den nächsten Wochen meinetwegen stabilisiert. Es gibt aber diese Eigendynamik der Märkte und die müssen wir mit berücksichtigen. Und insbesondere die Tatsache, dass wir gerade in den USA zum Beispiel jetzt jahrelang eine enorme Sorglosigkeit an den Börsen gehabt haben, diese Sache ist natürlich auch nicht besonders hilfreich. Und darum sehe ich die Wahrscheinlichkeit für eine Marktstabilisierung momentan auch nur so bei 60 bis 70%. Was jetzt China betrifft, man könnte natürlich sagen, China hat ja das Ganze eigentlich schon mehr oder weniger hinter sich und der Rest der Welt hat es noch vor sich. Also jetzt einfach umschichten in China-Aktien. Das klingt schon recht verlockend, so eine Aussage, aber ich glaube, auch dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Auch das liegt einfach am Marktsentiment, weil wenn es im Rest der Welt stark bergab geht weiterhin, dann können sich auch die chinesischen Aktien dem wahrscheinlich nicht besonders gut entziehen. Allerdings, wie gesagt, es gibt schon jetzt eine relative Outperformance von chinesischen Aktien. Da deutet sich also schon eine Tendenz an und diese Tendenz, die könnte sich in den nächsten Monaten auch noch mal deutlich verstärken. Also es lohnt sich sicherlich, wenn man gerade die chinesischen Märkte und die chinesischen Aktien jetzt ein bisschen stärker im Auge hat. Lassen Sie uns also dranbleiben, hoffen wir das Beste für die betroffenen Menschen und für uns alle natürlich. Bleiben Sie gesund, bis nächste Woche und vielen Dank wie immer fürs Zuschauen.